Das kommt jetzt gar nicht so raus auf der Kamera. Also wir sind jetzt bei einer Pflanzenhöhe von irgendwo. Also, ja, warte mal, muss ich es halten so? Was würde es sein? Ja, ich bin 1,93. Hallo zusammen! So, ihr seht schon, jetzt müssen Reifen geflickt werden. Ne, Hundi? Fridolin! Unsere Kühlis haben schon Abendruhe und der Melkroboter zickt schon wieder. Warum? Nein, der Melkroboter, der Führungsroboter. Warum? Keine Ahnung. Weil er doof ist. So, was heißt das? Das heißt, er erkennt wieder irgendwas nicht, und zwar normalerweise Raps oder Soja. Meistens ist das Ganze im Wechsel. Da wieder Schnacki da war, ist natürlich, hat natürlich alles super funktioniert. Da gab es dann gar nichts zum... Es wäre eigentlich geil, wenn von anderer Seite auch noch was kommt. Übrigens, Schnacki, vielen herzlichen Dank für dein Video. Und für den Support, jetzt warten wir, um es in Peters Worten zu sagen, Küsse gehen raus, ne? So, da ist noch ein wenig dunkel, erfrischt. So, warum war es dunkel? Dass man die Flipflops nicht sieht. So, jetzt hoffe ich, geht das Ganze wieder. Ich weiß nicht, ob ich schon mal gesagt habe, aber viele meinen immer, jetzt macht das in die Silos rein da außen. Und lass das reinstecken. Ja, das wäre das Einfachste, ist aber auch kostet halt wieder. Wir haben da so eine Doppelschneckenanlage da für die zwei Silos, weil die zwei Silos, die hatten wir vorher schon. Jetzt haben wir da einfach das verbunden über so eine Umlenkrolle. Was wir auf jeden Fall machen werden, ist es mal über den Schroder direkt machen zu lassen. Also direkt fertige Mischung. Ich brauche es ja nur bei den Kühen in der Ration. Und insofern würde das eigentlich gehen, ne? Und dann ist der, denke ich, ratzefatze fertig und macht relativ wenig Stress. Und man glaubt es kaum, Lili kommt, Lili Deutschland kommt sogar und überprüft die Anlage. Na und? Die haben dann alle schön rot an und dann kannst du wieder da Lili-Leute fressen. Bist dann ein Firma nicht mehr. Na Hundi? Na, schmeckt ja, die sind zäh, ne? So, gehen wir wieder zu den Gasen, ha? Fridolin! Ferdinand! Da war der Hund immer ganz eifersüchtig. Na? Ne, komm her. Nee.
Ne, Hundi? Hundi? Au! Ne? So, auf der anderen Seite vom Zaun schmeckt es immer am besten. So, schönen Abend noch. So, guten Morgen zusammen. Bei uns ist gerade kurz nach Weltuntergangsstimmung. Bei unseren Automaten in Neustadt ist es bis auf ein paar Meter wirklich hingelaufen. Ich schaue mal, ob ich aber Bilder finde, beziehungsweise Michi, unser Metzger, hat mir hier geschickt. Die blende ich, wenn ich es nicht vergesse, ein. Das ist völlig apokalyptisch. Ich bin jetzt da gerade auf unserem Zweitfruchtmais. Der ist noch nicht so hoch. Und das war eben der Versuch mit der Doppelreihe und unseren selber gedruckten Säerädern. Also ich weiß es nicht. Ich kann es jetzt schlecht beurteilen, weil das sind ja die Bodenklappen gebrochen gewesen. Und ja, es ist halt, man meint, es funktioniert manchmal und manchmal halt auch nicht, ne? Also da, glaube ich, war eine gebrochen. Da merkst du natürlich, dass extrem viele Pflanzen sind. Und da ist die Verteilung so, naja. Also, ich bin jetzt am Schauen, ob ich nochmal was drucke, beziehungsweise halt hier. Da war es gebrochen, genau. Da ist extrem viel Pflanzen, ist einfach nur so durchgerappelt. Also, müssen wir weiter nach innen schauen, ob man da noch was anders sieht, aber das ist. Das Hauptproblem war eigentlich, dass das, dass sich da wirklich die Bodenklappen verabschiedet haben. Also es war so gedruckt und wahrscheinlich war es nicht hundertprozentig gedruckt. Und da war es halt mit der Verteilung einfach mistig. Und eigentlich war ja der Gedanke, dass wir eine Doppelreihe säen und eigentlich schöne Verteilung haben. Also da könnte man mit den normalen Säen da auch säen, da ist auch nicht schlechter. Also es gibt aber Ansätze, die echt gut sind, aber es gibt auch da, wo es gebrochen ist, ist echt eine Katastrophe. Naja, jetzt machen wir es so, ich laufe dann rüber und dann gucken wir mal uns den anderen Mais noch an, der drüben ist. Dann schauen wir mal, ich bin jetzt schon batsche nass, ey. Also. So, jetzt sind wir auf dem anderen Stück, wo wir den Vergleich gezählt haben. Auch hier Wasser und die Ecke ist da recht niedrig. Kein Vergleich zum Rest. Das kommt jetzt gar nicht so raus auf der Kamera. Also wir sind jetzt bei einer Pflanzenhöhe von irgendwo, also ja, warte mal, muss ich es halten so. Was wird es sein? Ja, ich bin 1,93, so 2 Meter irgendwo. Da haben wir auch noch ein bisschen Unkrautdruck, geht so, aber das deckt jetzt der Mais ab. Also hier ein bisschen die Gräsergeschichten, die man immer so hat. Oh.
und der Boden ist halt schlurfig wie die Sau. So, jetzt Vorgewende und so. Und da hinten ist schon dicker, guter Maisbestand. Und also ist, mein Eindruck ist trotzdem, es bewahrheitet sich immer wieder, auch dass diese ungenaue Verteilung sich absolut verwächst. Ne? Wir haben heute Kindergeburtstag, jetzt weiß ich nicht, ob ich mit der Drohne noch drüber komme. Das muss ich jetzt mal noch gucken. Und da muss ich bei der Biogas die Datenleitung mal wieder schauen. Irgendwas passt da nicht, weil das obere BRKW nicht mit dem unteren kommuniziert. Mal gucken. Irgendwie ist schon echt immer ein bisschen Weltuntergangsstimmung da aktuell. Wenn ja nichts mehr los ist da. Irgendwie muss die Stadt da mal wieder, die Stadt, der Landkreis da mal wieder mulchen. Dass das wieder noch was ausschaut. Schaut, das wird krachen fürchterlich. So, für alle, die das noch nicht gesehen haben, wir haben ja auch hier oben so einen Havariewall. Das ist hier eine Senke und wenn da was austreten würde, würde es komplett hier stehen und nirgends hinlaufen. Am Anfang habe ich mir da echt drüber aufgeregt, über so Havariewall und sowas, aber es beruhigt. Es beruhigt ungemein, insofern Havariewall ist günstiges Erde, die man so auch irgendwo verfahren müsste. Insofern geht es schon. Genau. Da müssen wir mal wieder ausmähen, aber das macht eh nicht die Stadt. Naja. Ach, Arbeit wird uns wohl nie ausgehen. Ich glaube, ich gehe frühstücken. So, jetzt ist noch was Post gekommen heute früh. Völlig unerwartet. Sollen wir das Paket aufmachen? Vom Tim. Also Tim, schon mal Dankeschön. Ich weiß zwar nicht, was drin ist, aber danke dir schon mal. Aus Nordhessen. Oh! Die lassen wir uns gerade beim Frühstück schmecken. Vielen Dank dafür. Und Meter nehmen wir natürlich auch immer. Das ist so ein Gut, was eigentlich immer weg ist. Also Tim, vielen Dank dafür und für den 10-Brief. Bis dann. Bis zum Frühstück. Warten wir da gar nicht. Das Beste an Rohwurst ist, der erste und letzte Stutzen. Immer. Ist geil. Echt mega. So, ich wollte schon den herkauf. Mal aus. Guten Morgen zusammen. So, schaut mal, wie sauber unsere Scheiben noch sind. Dank Schnacki. Halt, da wischen wir mal. Ja, mega. Oder? Dass man da was sehen kann, ey. Das ist mir, ich fühle mich da gar nicht wohl, so beobachtet irgendwie. Also, jetzt füllen wir schnell Biogas und dann müssen wir noch hochkehren und mal ein bisschen zusammenschieben. Weil heute kommt das Filmteam vom Saris Award. Also da werden alle Finalisten gefilmt. Und ja, wir gucken mal, was ziemlich geil ist. Warte mal. Was ziemlich geil ist, wir bekommen jetzt ziemlich bald unseren Käsekessel. Wie cool ist das denn bitte? Und also es ist ein Gebrauchter und da werden wir dann Vollgas käsen. Natürlich nur, solange das vom Amt noch geht, weil im Amt ist es ja, muss erst geschrieben werden und lauter solche Scherze und deswegen müssen wir da auch
der Firma Biogas. Viel Spaß! Schauen wir mal, ob es danach noch eine Kamera gibt. Ich muss mir da mal was drucken, was da ein bisschen besser hält. Also. Aktivieren wir wieder und dann
läuft es heute. Muss. Ah, hier muss man den Druck drauf geben. So, muss reichen. Und? Läuft, läuft, läuft. Schaltet erst die Pumpe zu. Dann kommt unser Rotorcut. Jetzt kommt dann von innen warme Gülle dazu. Die ist dann anmischt durch den Stern hier. Und dann schaltet irgendwann die Schnecke zu. Und dann füttert's. Ist zwar ein bockaufwendiges System, aber es schafft die Probleme aus dem Verwender. So ist zumindest meine Theorie. Nee, die Theorie wird von anderen auch bestätigt. Ich glaube, so richtig billig dosieren kannst du nicht. Außer vielleicht so mit einem Einschubschaft. Aber da holst du dann den ganzen Scheiß, den du da reinschiebst, wieder aus einer Pumpe oder einem Steinfang. Und ob das dann einfacher und schneller und besser ist, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Es bleibt halt eine Dauerwartungsbaustelle in dem irgendwas. Also, dann bis gleich. So, also passt auf, da ja der letzte Stream so schlecht gelaufen ist, habe ich gedacht, ich kaufe mir ein neues Setup. Na, Spaß. Die Jungs vom Service About Team sind heute da und drehen ein bisschen. Das zeige ich euch jetzt schnell noch. Einmal mit Profis arbeiten. Hey, ich glaube, der Sven hat sich auch ein neues Kamerasetup gekauft. Müsst ihr mal gucken. Sag gerade, habe ich jetzt die Schule da oder was? Der erste hat die Drohne schon gecrashed wahrscheinlich. So, fliegen die Drohnen noch! Alles schon abgestürzt. So. Hündchen, was sagst du dazu zum heutigen Dreh? Ist dir wurscht, ne? Hundi. Ist dem alles immer wurscht. Na, Hund? Komm an, Fünfer, wenn der eine links und der andere rechts rumfliegt. Das finde ich geil. Super, sagen wir sowas mit perfekt für PV quasi und. Geil, Mann! Ja, fast. So, was für ein Tag. Arbeitsreich, Sonntag, wie immer. Das Wetter ist besser. Naja, hier schaut es wieder ein wenig drüster aus. Hier schaut scheiße aus. Hier. Ich muss die Kacke rausfahren. Ach so, wie immer, wenn euch die Videos taugen, ich mach's mal. Warte mal, wer macht das so techtastisch, glaube ich? Kanal abonnieren mit der Glocke. Und jetzt auf meine Art: Abonnier den Kanal!
schönes Wochenende.